got some crazy little moon there, and I'm gonna get me one. If I stay red at one, I know I'm gonna die. Gotta find you brand new baby, and that's the reason why I'm going to Stuttgart City. Stuttgart City, here I come. They got some greasy little room there, and I'm gonna get me one. They got some greasy little room there, and I'm gonna get me one. They got some greasy little room there, and I'm gonna get me one. Ganz gut. Herzlichen Dank. Das hat ein wunderbares Publikum. Einen haben wir noch. Und zwar ein Song, würde ich sagen, das Loblied auf die Bertha Epple, die ja auch nicht mehr hier fährt. Die fährt ja in Paris. Die Wilhelma fährt wieder und ist schön renoviert. Ein Loblied auf die Seefahrt. Da brauchen wir natürlich eine Schiffsglocke dazu. Ein Nebelhorn wäre auch nicht schlecht, haben wir jetzt nicht da. Aber wir haben einen passenden Song auf jeden Fall. Sea Cruise, da dürft ihr auch auf jeden Fall mitlaschen, das geht so. Oh, das war schwierig. Ja, naja, wir kriegen es hin. Achtung, es geht so.
Weckruf für euch, die Bimmel. Das war definitiv. Vielen Dank, Herr Voll, für die wunderbare Musik. Er nennt sich selber The Singing Piano Entertainer. Er spielt Oldies, Rock'n'Roll und spielt auch in zwei Bands gleich. Und zwar Pumping Special, The Good Old Rockin' Piano Band und Lucky The Good Rockin' Boho Band. Freue mich nachher noch auf ein weiteres Lied. Dankeschön. So, herzlich willkommen alle miteinander, meine Damen und Herren, liebe MitstreiterInnen. Mein Name ist Johanna Thiax, ich bin Stadträtin für Die Linke in Stuttgart. Und ich freue mich, euch heute auf der 675. Montagsdemo begrüßen zu dürfen. Und ganz klar, meine erste Aufgabe ist es heute, wie üblich, euch um eine ganz kleine Gabe zu bitten, damit wir auch weiterhin in gewohnter Qualität auf der Straße demonstrieren können. Gestern war ich auch auf der Straße und durfte auch moderieren. In den letzten Monaten hat sich in Stuttgart ein Bündnis gegründet mit dem Titel Stoppt das Töten in der Ukraine. Und gestern war deren Kundgebung. Jeder weitere Tag, an dem der Krieg in der Ukraine andauert, bedeutet es mehr Tote, Verletzte, Vertriebene und Zerstörung von Städten und Infrastruktur. Ganz klar ist, dass nichts den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine rechtfertigen kann. Das Bündnis fordert die politische Führung in Moskau weiterhin auf, den Krieg sofort zu beenden, das Völkerrecht zu achten und alle Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Und fordert Deutschland dazu auf, alles dafür zu tun, um für den Frieden zu verhandeln. Margot Kessmann hat gestern aufgezeigt, wo eigentlich in Deutschland die Prioritäten liegen. Dass es eine Aufrüstung in Deutschland mit 100 Milliarden Sondervermögen gibt, die in keiner Relation zu den 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung stehen. Das ist aber nicht nur, das ist nur eines der Beispiele, die zeigt, dass eben die Ampel ein Herz für Panzer hat, aber eben nicht für die Menschen. Kürzungen gibt es auch bei der Bildung, beim Wohngeld und bei den SchülerInnen. So kann es nicht weitergehen. So, und nun begrüße ich heute ganz herzlich Gregor Gysi. Ich glaube, wir brauchen gar nicht weiter vorzustellen, ihr kennt ihn alle. Er ist eine der zentralen Persönlichkeiten in der Partei Die Linke und hat wesentlich zu der Etablierung auch beigetragen. Und ich freue mich ganz sehr, ihn heute hier auf unserer Stuttgart 21 Demo begrüßen zu dürfen. Gregor Gysi. Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, liebe Gäste der Stadt, ich finde es toll, dass ihr nicht klein beigebt und mit eurer Beharrlichkeit, eurer Widerstandskraft, eurem Kenntnisreichtum, eurer Konsequenz ein Zeichen setzt gegen sinnlose Großprojekte. Die Bewegung Stuttgart 21, oder besser gesagt die Bewegung gegen Stuttgart 21, hat als Protest den längsten Atem in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bewiesen. Und deshalb werdet ihr damit auch nicht aufhören. Und habt meinen Respekt. Ihr seid damit auch Vorbild für das Engagement in anderen Städten und Regionen. Es geht hier in Stuttgart und an vielen anderen Orten der Republik darum, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in die Politik einbringen und diese mitgestalten wollen. Und immer wenn das konkret wird, geht das den herrschenden Politikerinnen und Politikern mächtig auf die Nerven. Und es ist eure Pflicht, ihnen auf die Nerven zu gehen. Es ist schon, glaube ich, angedeutet worden, es gibt ja jetzt den Entwurf für ein Planungsbeschleunigungsgesetz, das im Bundestag beschlossen werden soll. Das klingt natürlich sehr gut. Ja, Gott, das geht mal schneller, ein bisschen für Bürokratie, für Investitionen und so weiter und das Ganze noch in die Infrastruktur. In Wirklichkeit steckt nichts anderes dahinter, als bei solchen Großprojekten wie Stuttgart 21 die Mitwirkung durch die Bürgerinnen und Bürger so weit wie möglich zurückzudrängen. Ja. Deshalb darf dieses Gesetz nicht in Kraft treten. Trotzdem ist eure Geschichte eine Erfolgsgeschichte des bürgerlichen Engagements, also sagen wir mal des bürgerschaftlichen Engagements. Auch wenn nicht immer und überall die Ziele erreicht werden konnten bis jetzt. Aber wenn man damit aufhört, bloß weil es auch Niederlagen gibt,
gibt es überhaupt kein bürgerschaftliches Engagement mehr. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr nicht aufhört. Aber ein Projekt wie Stuttgart 21, das nicht eines der vielen Versprechen hält, die dazu gemacht wurden, wird ja nicht dadurch sinnvoller, wenn man es einfach immer lauter baut, immer weiter baut und den schon versenkten Milliarden noch weitere hinterherwirft. Außerdem kann ich mich noch an den Volksentscheid erinnern, da war ich auch hier. Wissen Sie noch, welche Summen auf den Plakaten standen, was das angeblich kosten soll? Ich weiß gar nicht, ob ein Volksentscheid gültig ist, wenn er mit solchen Lügen bespickt worden ist, wie das damals der Fall war. Ich hatte übrigens gedacht, wir in Berlin haben mit dem Flughafen BER in Deutschland das Projekt der größten Verschwendung und der größten Fehlleistung der öffentlichen Hand verzapft. Ich muss zugeben, Stuttgart 21 hat uns inzwischen überholt. Aber darauf bin ich nicht stolz, dass wir jetzt Platz 2 haben, nachdem wir lange Platz 1 hatten. Aber darauf sollte auch Stuttgart nicht stolz sein und schon gar nicht die Deutsche Bahn AG, deren Eigentümer übrigens zu 100% der Bund ist. Und deshalb trägt auch die Bundespolitik die Verantwortung für alles, was hier geschieht und für alles, was hier nicht geschieht. Allein wenn ich lese, dass die Zahl der schon gebohrten Tunnelkilometer unter Stuttgart nun nochmal verdoppelt werden soll, wird deutlich, dass man eine solche Pläneplanung nicht mehr korrigieren kann. Man kann das nicht mehr reparieren nach dem Motto, jetzt müssen wir noch 1,5 Milliarden und dann ist wenigstens alles fertig. Der Eindruck wird ja immer vermittelt. Nein, das ist falsch. Man muss auch den Mut haben, zu sagen, es war eine Fehlentscheidung und wir stoppen sie jetzt und bezahlen nur noch die Rekonstruktion. Nichts wird besser, nichts wird gut und die Milliarden wären viel besser dafür eingesetzt, dass die Bahn die Fläche bedient, endlich wieder pünktlich fährt und gerade auf den Regionalstrecken deutlich mehr Züge einsetzt. Bei Stuttgart 21 ist ein Ende mit Schrecken für nahezu alle Beteiligten besser als ein Schrecken ohne Ende. Und sonst wird aus Stuttgart 21 erst Stuttgart 25, dann Stuttgart 30 und irgendwann Stuttgart 2100. Aber das heißt, dass ich es dann nicht mehr erlebe. Das ist das einzig Beruhigende. Es ist sicher ein Problem, dass inzwischen schon so viel Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verbaut worden ist. Das war letztlich auch ein Argument, warum der BER an seinem falschen Standort zu Ende gebaut wurde. Es käme jetzt also darauf an, die Entscheider bei der Bahn und in der Politik zu etwas zu bewegen, was eben den meisten Menschen nicht leicht fällt, eine Fehlentscheidung zu korrigieren. Wir erleben beinahe täglich in der Politik, wie sehr man sich auch irren kann und dass die Korrektur von irrtümlichen Entscheidungen nicht schlimm oder ehrverletzend ist, sondern schlicht und einfach sinnvoll. Vielleicht sollten sich die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger in diesem Land ein Beispiel auch mal an Bodo Ramelow nehmen, dem Ministerpräsident von Thüringen. Der hat offen gesagt, dass er sich geirrt hat, dass er eine Fehlentscheidung getroffen hat und dass er sie korrigiert. Ich habe das noch nie von einem anderen Ministerpräsidenten oder einer anderen Ministerpräsidentin, geschweige denn von einer Kanzlerin oder einem Kanzler gehört. Aber es wird höchste Zeit. Ich finde es wirklich bedenklich, wenn gerade die Grünen in Baden-Württemberg bei einem Projekt, das auch umweltpolitisch so gravierende Schwächen und Fehlleistungen enthält, bisher nicht dazu in der Lage und willens sind, die Reißleine zu ziehen. Sie müssten sie aber ziehen. Bei Stuttgart 21 ist es höchste Zeit. Dazu gehört zweifellos Mut. Und diesen Mut müsst ihr den Verantwortlichen machen, dass sie sich von den falschen Voraussetzungen
unter denen dieses Projekt Ihnen und allen anderen verkauft wurde, endlich lösen. Sie tragen ja gar nicht mal die unmittelbare Schuld. Sie müssen sich jetzt nur mal einen Ruck geben. Und ihr müsst ihnen zureden, dass sie den Mut dazu haben und zu sagen, ja, das Ganze war Mist und wir korrigieren es einfach. Und die Milliarden Steuergelder, die ja sowieso von den Bürgerinnen und Bürgern gezahlt werden, von keinem anderen, das ist ja, wenn Sie so wollen, unser aller Geld. Das ist ja nun schon fehlinvestiert. Aber nun soll man uns nicht zwingen, weitere Milliarden sinnlos auszugeben. Das ist genau der Punkt, der korrigiert werden muss. Denn letztlich ist Stuttgart 21 schon heute aus der Zeit gefallen. Man kann das gut am BER sehen, was das heißt und wie das aussieht, wenn ein solches Projekt zumindest teilweise von der Zeit überholt worden ist. Übrigens nicht mal eine Idee. Also das Gebäude sieht ja einfach langweilig aus. Ich dachte, da entsteht so eine Art Flugzeug oder mal irgendwas, was man sich gerne anschaut. Also auch noch langweilig. Nicht nur sehr teuer, sondern noch langweilig. Das ist das Ding zu viel. Ne? Das ist der berühmte I-Punkt. Also deshalb ist es wichtig, dass Sie nicht nachlassen und weiter darum ringen, dass sich die Vernunft durchsetzt. Es ist so schwer in der Politik dafür zu streiten, dass sich Vernunft durchsetzt. Mehr will ich ja im Augenblick gar nicht. Das wäre aber schon ein gewaltiger Fortschritt, wenn man das erreicht hätte. Dafür drücke ich Ihnen die Daumen und fordere die Regierenden im Bund und Land auf, endlich ein Stoppzeichen für Stuttgart 21 zu setzen. Denn schließlich, ich sage es noch einmal, ist der Bund 100%iger Eigentümer der Bahn. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir alle als Eigentümer den Konzernverantwortlichen mal sagen, was geht und eben auch, was nicht geht. Ich möchte nicht länger, dass die Konzernchefs entscheiden, was der Kanzler macht, sondern endlich wieder die Politik zu entscheiden hat, was die Konzernchefs machen. Das wird höchste Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Gregor Gysi. So, dann hoffen wir mal, dass vor 2100 sich die Vernunft durchsetzt und Stuttgart 21 beendet wird. Drücken alle die Daumen, dafür sind wir auch jeden Montag hier. Gut, dass wir den längsten Atem haben. So, Gregor Gysi hat schon das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz angesprochen und ich würde ganz gern dazu auch was sagen. Und zwar ganz klar, ist ein schlechtes Gesetz löst das andere ab und das ist das neue Genehmigungsbeschleunigungsgesetz. Unter einer schwarz-roten Regierung wurden schon etliche Gesetze verabschiedet. Die Planung und Bauvorhaben der Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasser beschleunigen sollten. Diesen von vielen Bahnbürgerinitiativen scharf kritisierten Gesetzen wurde von der EU-Kommission ein Riegel vorgeschoben. Heilen soll das nun das nächste Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Wir haben allen Grund zu befürchten, dass viele Bundestagsabgeordnete, außer natürlich den Linken, die Tragweite des neuen Gesetzes gar nicht bewusst ist, weil ja Investitionen in Infrastruktur immer so klingt, als gänge da etwas in die richtige Richtung. Und jede Infrastrukturinvestition sei gut für Klima und die Flächenbahn. Allem vorangestellt wird, wie immer, wenn Zeitenwenden angesagt werden, ein angeblich überragendes öffentliches Interesse. Tatsächlich ist nirgendwo festgeschrieben, was das genau ist. Auch der Tunnelbahnhof würde garantiert so legitimiert. Und tatsächlich ist es eine typische Phrase, mit der Belange des Klima- und Umweltschutzes klein gemacht werden und massive CO2-Emissionen in Kauf genommen werden. Das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz legitimiert so ziemlich jede unsinnige Investition der Deutschen Bahn AG, solange es mit dem dritten Zielfahrplan des Deutschlandtakts begründet wird. Also auch die ganzen Zusatztunnelorgien wie der Pfaffensteigtunnel. Noch vor einer Überprüfung des echten Bedarfs an Verkehrsinfrastruktur soll der Zielfahrplan des Deutschlandtakts gesetzlich festgelegt werden.
dass der ausgerufene Deutschlandtakt kein integraler Taktfahrplan nach Schweizer Vorbild ist und keine Investition in eine Fläche, die die Verkehrswende eigentlich erfordert, wissen Sie alle. Um Banken, Bau, Beton, Stahlindustrie, Planungssicherheit für ihre Profite zu geben, werden mit diesem Gesetz die Einflussmöglichkeiten von Natur- und Klimaschutzbewegungen entscheidend geschwächt. Das ist ganz nebenbei auch ein eklatanter Verstoß gegen das europäische Umweltrecht. Mit der Klimagerechtigkeitsbewegung und vielen bahnfreundlichen Initiativen fordern wir deshalb den sofortigen Stopp des Planungsbeschleunigungsgesetzes, eine aktuelle, reale Bedarfsanalyse zu allen Infrastrukturmaßnahmen, vor allen weiteren gesetzlichen Änderungen. Die Berücksichtigung der Naturschutz- und Klimaschutzziele und einen Dialog mit Bürgerinitiativen und der ganzen Zivilgesellschaft über die künftige Ausrichtung der Politik der Deutschen Bahn, damit sie tatsächlich zum Schlüssel für eine echte Verkehrswende werden kann. So, bevor ich jetzt Bert Boll nochmal auf die Bühne bitten werde, wollte ich noch darauf hinweisen, dass Jürgen Reschs Buch noch zu verkaufen ist, und zwar Druck machen. Das wurde, soweit ich weiß, das letzte Mal vorgestellt. Es gibt's. Kann jemand strecken? Da oder da? Da zu kaufen. Also, wer Interesse hat, einmal dahin gehen. Wunderbar. Und nun Bert Boll für ein weiteres Lied. Ja, herzlichen Dank. Und jetzt kommt was, da haben vielleicht viele nicht mitgerechnet. Das ist quasi meine andere Seite. Ein Stück von Georg Kreisler. Georg Kreisler kennt man vielleicht nicht mehr so ganz. War ein österreichischer Kabarettist, ein fantastischer Pianist auch und Songwriter, würde man heute sagen. Er hat sich mal Gedanken gemacht über den Wert des Menschen. Und kam irgendwie nicht so richtig weiter und hat er seinen Freund gefragt, der war an der Wiener Fakultät Professor für Chemie, und hat gesagt, kannst du mir irgendwie helfen? Ich komme nicht weiter, der Wert des Menschen ist schwer zu berechnen oder überhaupt darzustellen. Und so, das ist ja kein Problem, hat er gesagt, da frage ich meine Studenten, die zerlegen den Menschen in die chemischen Bestandteile, und dann, ja, da wissen wir schon, was da wert ist. Gesagt, getan, man hat den Menschen zerlegt in Strontium, Calcium, viel Wasser auch. Strontium war auch dabei. Und man kannte nur Schluss, waren die alten Zeiten. Das war, da galt das alles noch, was das Geld. In Schillingzeiten kam bei raus, wie viel? 40 Schilling. Der Mensch ist chemisch berechnet 40 Schilling wert. Okay, bei den Kesselzwillingen sind es 80 Schilling. Aber da sind die Herstellungskosten des Menschen nicht berechnet. Und das ist der Fehler an der Sache. Denn das kann teuer werden, wenn man mit einer Frau unterwegs war. Das kann sehr teuer werden, Herstellungskosten des Menschen. Also hat Georg Kreisler gesagt, wir brauchen einen anderen Ansatz. Und er kam auf den Trichter. Jeder tickt irgendwie ein bisschen anders. Und er sagte, okay, dann teilen wir doch die Menschheit in Ticker ein. Jeder tickt irgendwie anders. Und kam auf diesen Song. Die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Gleich hier auf dem Schlossplatz. Um gleich alle zu beschreiben, fehlt die Zeit hier momentan, und so führe ich nur einige als Beispiel an. Ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Vaternicker ist ein Übertreiber. Ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Amerikaner sind die Haupttouristen und die Lilliputaner sind die Zwergkopisten. Der Persianer ist der Abgewetzte und der Mohikaner ist der Allerletzte. Ein Alkoholiker ist ein Exzentriker, der sich selber seines Lebensglücks beraubt. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker, ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt? Aber was für ein Ticker ist ein Politiker, ist er wirklich so vonnöten, wie er glaubt?
man braucht Kesselflicker und Autobuslenker, Elektrotechniker und Serviettenschwenker. Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger, dieser Verteidiger ist Akademiker. Ich bin kein Zyniker und kein Polemiker. Ich verehre diese Leute wirklich sehr, ja, ja. Aber was für ein Ticker ist der Politiker? Eines Tages gibt's ihn sicherlich nicht mehr. Aber was für ein Ticker ist der Politiker? Eines Tages gibt's ihn sicherlich nicht mehr. So, das musst du jetzt abnehmen. Absolut zeitlos und... Ja. Schade, dass der Herr Gysi das nicht mehr mitgekriegt hat. Ja, das wäre tatsächlich ein gutes Lied für ihn gewesen. Vielen Dank, Bert Bollen. So, jetzt sind wir nochmal richtig in Schwung für unseren letzten Redner. Steffen Ziegel von der Schutzgemeinschaft Filder mit dem Thema Luftverkehr muss Wachstumskurs verlassen. So, wo ist er? Hier. Da. Bühne frei für Steffen Ziegel. Ich soll einfach aufnehmen, ne? Das kommt aber nicht. Guck da, blinkt doch. Wenn es blinkt, müsst ihr auch. Guckt nur daher. Ja. Ja, liebe Freunde und Freundinnen vor allem. Ihr seht schon hier dieses Banner, der ist schon uralt, haben wir schon beim Kampf gegen die zweite Stadtbahn aufgehängt. Und ist vom BUND und ist eigentlich so aktuell wie eh und je. Wir fliegen so viel wie noch nie. Und eigentlich müsste jeder, was die Klimakatastrophe angeht, aufmerksam werden. Und gerade die Filder und auch Stadt Stuttgart sind eigentlich hautnah betroffen. Und hier, wo wir jetzt stehen, aber auch anderswo in der ganzen Republik, wird am nächsten Freitag um 14 Uhr für den Schutz des Klimas gestreikt, sagen die Fridays for Future, die das im Wesentlichen organisieren. Also hier bei uns in Nürtingen, in Esslingen, überall finden solche Weltklimatagsveranstaltungen statt. Und eine findet hier, genau wo ihr jetzt seid, statt, am nächsten Freitag ab 14 Uhr. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, da zu kommen. Es geht bei uns auf den Filtern, aber auch in Stuttgart, um den Flächenfraß. Fruchtbarster Böden, hemmungslos werden die zubetoniert, um das Betonieren an allen Ecken und Enden, um Tunnels, habt ihr ja hier hautnah auch mitgekriegt, ein Pfaffensteigtunnel mit 11,5 Kilometer Doppelröhre, das wären zusammen 23 Kilometer und damit der längste Tunnel, der Eisenbahntunnel Deutschlands. Völlig wahnwitzig, man will das durchziehen, ohne überhaupt jetzt schon ein echtes Verfahren eingeleitet zu haben. Es geht um das Stadtklima, wo wir auch vom Aktionsbündnis aus demnächst mal eine größere Veranstaltung machen. Wenn wir die Gleisflächen zubetonieren, das schwebt denen ja vor, dass sie dort eine kleine neue Stadt hinbauen. Die Gleisfläche kühlt sich nachts ab und heizt sich tagsüber auf, sodass ein Luftzug entsteht. Und dieser Elendskessel hier, Elend sage ich nur in Richtung Klima, eigentlich ist ein wunderschöner Kessel, wird natürlich durch diese Gleisanlagen einigermaßen noch erträglich gehalten. Und da wollen die jetzt auch noch eine Stadt hinbauen, und zwar als Folge von Stuttgart 21. Es grassiert allenthalben ein unmenschlicher Wachstumswahn, und dies nimmt überhaupt kein Ende, obwohl man eigentlich jetzt langsam nachdenklich werden müsste. Heute möchte ich euch etwas zum klimaschädlichsten Verkehrsmittel sagen, was uns auf den Filtern natürlich mehr betrifft als euch, aber indirekt alle Menschen auf diesem Globus, zum Flugzeug, dem eigentlich völlig unterschätzten Klimaschädling, den man sich vorstellen kann. Flugzeuge sind weltweit für knapp 3% CO2 zuständig. Das klingt zunächst mal relativ harmlos, 3% ist aber immerhin. Das sind 3%. Nur, sie fliegen etwa in 10 Kilometer Höhe, die größeren Strecken,
und stoßen Unmengen von zusätzlichen Abgasen aus. Stickoxide, Ruß, Wasserdampf. Ruß und Wasserdampf führen zu Kondensstreifen, die ausgesprochen klimaschädlich sind, und zu Zirruswolken. HCSO2, Ultrafeinstaubpartikel und so weiter und so weiter. Und zwar in einer Höhe, wo wir extremen Unterdruck haben, wo wir tiefe Temperaturen haben und wo wir ganz starke UV-Strahlung haben durch die Sonne, die dort noch nicht gefiltert ist. Dies alles verstärkt die Wirkung dieser Stoffe. Und die Wissenschaft ist sich nicht ganz einig, wie stark wirkt es, wenn es da oben passiert. Es besteht sogar die Gefahr dadurch, dass der vertikale Austausch dieser Abgase ganz gering ist, dass da oben über die Zeit hin sich eine Dreckschicht rings um den gesamten Globus bildet. Die Klimaschädlichkeit, wie gesagt, da sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig, hängt ja nicht nur von diesen 3% CO2 ab, sondern durch diese zusätzlichen Dinge, die ich gerade erwähnt habe, rechnen Wissenschaftler mit einem Faktor 3 bis 5 mehr, als dieses CO2 ausmacht. Das heißt, sie sind sich relativ einig, dass es deutlich mehr ist, und zwar je nachdem, wie man fragt, so zwischen 5 und 9% Klimaschädlichkeit insgesamt. Und das ist kein Klacks von der gesamten Klimaschädlichkeit, die durch Betonieren, durch Verkehr, durch Landwirtschaft und zustande kommt. Haben wir beim Flugverkehr bereits eine Größenordnung, die erschreckend ist und die nicht nur uns oben auf den Filter betrifft, sondern Sie auch, weil das gesamte Klima dadurch beeinträchtigt wird. Wir unterstützen deshalb die Kampagne von der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, bei der wir auch Mitglied sind, nach dem Motto: 20% weniger fliegen bis 2030. Das ist ihr Slogan. 20% sind also ein Fünftel weniger fliegen bis 2030. Ein großer Einbruch beim Fliegen durch Corona, wo das vor allem hier in Stuttgart nahezu auf Null runtergegangen ist, erkennt man jetzt schon. Die steigern, es wird bereits streng auf Wachstumskurs geschaut. Und man pusht dies in Stuttgart mit einem besonders perversen Art, nämlich mit der sogenannten Entgeltordnung. Alle Flugzeuge, die nach Stuttgart kommen, müssen Geld zahlen dafür, dass sie dort landen, bedient werden und müssen ein Entgelt bezahlen. Da ist auch ein bisschen drin, wenn sie sehr laut sind, müssen sie ein bisschen mehr zahlen, aber lächerlich wenig, sodass es kaum Wirkung hat. Und jetzt kommt eine neue Entgeltordnung im Frühsommer diesen Jahres, in der die Fluggesellschaften Geld und Rabatte rausschlagen können, wenn sie zum Beispiel neue Destinationen, neue Ziele anfliegen und wenn sie deutlich mehr Passagiere transportieren als im letzten Jahr. Das heißt, da geht es um Wachstum. Wir müssen so weitermachen, um endlich wieder den Anschluss zu kriegen an die Zahlen, die wir vor Corona hatten, sagen sie. Und dann machen wir weiter so mit dem Wachstum. Keinerlei Nachdenklichkeit. Die Luftverkehrsbranche, wenn wir das Ihnen vorwerfen, sagen, aber wir werden doch in absehbarer Zeit klimaneutral fliegen. Das ist völlig ausgeschlossen in einer überschaubaren Zeit. Die Fachleute, die Wissenschaftler sagen, bis in 30 Jahren wird man vielleicht einen Bruchteil des Kerosins durch andere Kraftstoffe ersetzen können, aber nur einen Bruchteil. Niemals alles, nur 30 Jahre sind ja viel, viel zu lang, wenn ich sehe, wie schnell der Klimawandel voranschreitet. Das wäre also einmal viel zu spät, um die Klimaveränderung noch zu stoppen. Und zweitens, nach Aussage der Wissenschaft, wenn überhaupt niemals bis 2050 in größeren Maßstaben umsetzbar. Und schon gleich nicht bei fortwährendem Wachstum. Nicht wenn ich mache ein Zahlenbeispiel, wenn ich jedes Jahr um 5% wachse, so war es vor Corona, und jedes Jahr 1-2% einspare, ja, dann wird es trotzdem in der Gesamtsumme immer schlimmer. Und das wissen die. Und trotzdem behaupten sie, wir werden irgendwann klimaneutral fliegen. Die werden noch in die Röhre gucken. Was bleibt, ist allein ein Reduzieren des Fliegens, ein Zurückschrauben. Ich habe vorhin mit Kolleginnen hier, die haben grüne Zettel verteilt, dort liegen auch noch ein paar. Da steht die Losung drauf, die für diese Aktion, für diese Kampagne steht, nämlich 20% weniger bis 2030. Und noch etwas, kommt bitte unbedingt nächsten Freitag.
wenn hier zum Weltklimatag genau dazu auch nochmal Material da ist und wir auch vorhanden sind. Also kommt an diesem Freitag. Flughafen, Wirtschaft und Politik wollen eher nicht, dass man 20% weniger fliegt, sondern eher, dass man bis 2030 20 oder mehr Prozent mehr fliegt. Wir wollen natürlich weniger, damit unsere Enkel noch ein menschenwürdiges Leben erwartet. Ich befürchte allerdings, dass selbst 20% weniger Fliegen kaum ausreichen wird. Ich danke euch. Kommt nächsten Freitag und unterschreibt dort gegen dieses wahnwitzige Wachstumsdenken bei den Fliegern. Vielen Dank, Steffen Ziegel. Und ich finde es gut, dass du das heute nochmal gesagt hast, weil im Gemeinderat kommen wir auch vom Flughafen und erzählen dann, was sie alles so planen für die nächsten Jahre und wie sie wachsen wollen und wie wichtig die kleinen Jets sind und dass wir die unbedingt brauchen, um unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und es ist wirklich schrecklich, weil alle sind dafür, dass dieser Flughafen wieder wächst. Und wir sind da ziemlich alleine auf weiter Flur, die uns dagegen positionieren. Es ist so wichtig, dass wir da immer mehr werden. So, deswegen vielen Dank nochmal an dich. Gut. Jetzt habe ich noch eine ganze Reihe an Terminen. Jetzt gucke ich, ob ich das alle hinkriege. Heute Abend um 20 Uhr ist Gregor Gysi in der Liederhalle. Und zwar politische Kommunikation. Es gibt auch noch Restkarten. Also wer Lust hat, kann um 20 Uhr noch zur Liederhalle und dort Gregor Gysi hören. Dann, es gibt auch noch die Rede von Jürgen Resch zu kaufen. Das habe ich vorhin vergessen, die von letzter Woche. Dann gibt es, ganz wichtig, Freitag den globalen Klimastreik von Fridays for Future, 14 Uhr auf dem Schlossplatz. Dann am Montag, den 18.09. vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart ab 10.30 Uhr, nächste Verhandlungsrunde Klagen der Bahn zur Finanzierung der Kostenüberschreitung bei Stuttgart 21, da werden sicherlich viele von euch sein. Und am Montag um 10 Uhr fängt die Aktion dort an. So, dann gibt es eine Berlinfahrt zum Deutsche Bahn Aufsichtsrat und zwar am Mittwoch, den 27. September. Treffpunkt, also Hinfahrt, ist am Dienstag. Wer Interesse hat, dorthin zu fahren, das kostet 10 Euro pro Strecke, pro Person, soll sich bei Markus melden. So, und das Buch von Jürgen Resch Druck machen, habe ich schon gesagt. Und ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja, so, ganz klar, Demozug wieder ausgehen vom Schlossplatz bis auf den Gehwegbereich vor der Mahnwache. Und dort endet dann die Demonstration mit dem Schwabenstreich. Wunderbar, und oben bleiben. Applaus